In Urzeiten tobte hier nur die See. Doch eines Tages spie die Erde gewaltige Lavamassen aus dem Pazifik. So entstand diese Insel, die ihre Bewohner Nabel der Welt nennen. Wer waren die ersten Siedler? Aus welcher Richtung kamen sie übers Meer? Von Osten oder Westen? Und was zum Teufel trieb sie dazu, 1000 Jahre lang tonnenschwere Steinfiguren aus dem Vulkanfelsen zu hauen, sie meilenweit über die Insel zu schleppen und schließlich auf Tempelplattformen zu stellen? Und wer warf die Kolosse so frevlerisch um? War es ein Erdbeben oder gar eine Revolution? In den Tagen des letzten Wintervollmonds feiern die Inselbewohner das Stammesfest Tapati. Die Boote sind am Morgen aufs offene Meer hinausgefahren. Nun kehren die Männer um die Wette rudernd zurück. Ihr Korso erinnert an die Ankunft des legendären Stammvaters Hotumatua, der vor der Jahrtausendwende die Insel erobert haben soll. Stimmt die Sage, so war der polynesische König Hotumatua mit seiner Gemahlin Wakai nach verheerenden Stammeskriegen von den Marquesas in der Südsee geflohen und hatte nach langer Irrfahrt die Osterinsel Rapa Nui erreicht. Die Insulaner haben in wochenlanger Arbeit ihre Fischerkähne mit Totora-Schilf dekoriert. Die Männer tätowieren sich die Körper wie ihre Vorväter. Und die Mutigsten stürzen sich in winzigen Schilfbooten in die wilde See. Zwei Sippen kämpfen an diesem Tag mit ihren Gefolgsleuten um den Sieg. Den Lorbeer erhält, wer die Ankunft des Königs Hotumatua am besten darstellt. Bei diesem Stammesfest vermischen sich polynesische Traditionen und südamerikanisches Erbe. Niemand vermag heute mehr, das eine vom anderen zu trennen. Die Osterinsel hat knapp 3000 Einwohner. Die meisten leben in Hangaroa, einem verträumten Nest, das nur dann und wann aus dem Schlaf erwacht, wenn das Flugzeug aus Santiago de Chile kommt. An einer der staubigen Dorfstraßen liegt die Außenstelle der Universität Chile, das Institut für Archäologie und Völkerkunde. Dort planen wir mit einem Team junger Wissenschaftler unsere Expedition durch die Insel. Manche Forscher sagen, die Osterinsel werde umso rätselhafter, je mehr man sich mit ihr befasse. Wie kommen wir ihrem Geheimnis auf die Spur? Ich schlage vor, zunächst die Rasterforschung abzuschließen. Wir haben bisher 80% der Inseloberfläche untersucht und 15.000 Funde registriert. In diesem Sommer will ich nun gemeinsam mit Roberto Isorieta und Lilian González an verschiedenen Orten graben. Wir wollen eine Höhle an der Ostküste erforschen. Und schließlich werden wir ein seltsames Steinoval an der Nordküste untersuchen. Unter dem Boden sind noch viele Geheimnisse verborgen. Die Osterinsel liegt mitten im stillen Ozean, 3000 Meilen von Südamerika und 2000 von Tahiti entfernt. Waren ihre ersten Siedler Polynesier, die in Auslegerbooten übers Meer kamen? Oder waren es Indianer vor den Inkas, die mit Schilfflößen von der Küste Perus in die Weiten des Pazifik vorstießen? Diese These vertritt der Norweger Thor Heyerdahl, der 1947 mit seinem Floß Kon-Tiki nach Polynesien gesegelt ist. Ihren Namen erhielt die Insel von dem holländischen Kapitän Jacob Roggeveen, der sie am Ostertag 1722 für die christliche Seefahrt entdeckte. Die Osterinsel ist rund 20 Kilometer lang und 10 Kilometer breit, ein magisches Dreieck, eingerahmt von schroffen Vulkanen. Nirgendwo hat sich das glühende Magma der Erde so gewaltsam Bahn gebrochen wie hier.
Die Vorbereitungen sind bald getroffen. Eines Morgens machen wir uns im Gefolge der chilenischen Wissenschaftler und ein paar einheimischer Helfer ins Inselinnere auf. Den Weg säumen immer wieder riesige, umgestürzte Steinstatuen, Moais. Gegen Mittag erreichen wir den Vulkan Rano Raraku, an dessen Südhang der Steinbruch der Giganten liegt. Dort warten Dutzende fertiger Moais auf ihren Transport, so als wären die Steinmetze eines Tages alle davongelaufen. Eine Schlucht öffnet uns den Weg ins Innere des Vulkans. Der Rano Raraku ist seit Menschengedenken nicht mehr aktiv. Ein Freilichtmuseum der geologischen Geschichte dieser Insel. Vor uns liegt der dunkle Kratersee, an dessen Rand meterhohes Totora-Schilf wächst. Auf den schwimmenden Rohrinseln sind Menschen bei der Arbeit. Sie schlagen Binsen, aus denen sie Boote flechten für das Stammesfest Tapati. Bei diesem Fest treten die einzelnen Sippen in Wettkämpfen gegeneinander an. Junge Männer schwimmen auf Binsenmatten über das offene Meer. Andere messen sich im Wettrudern auf Schilfbooten. Und am Ende wird die Tochter der siegreichen Sippe zur Inselkönigin gewählt. Die Kandidatinnen helfen eifrig mit, die Schilfgarben einzubringen. Mit den Totora-Pflanzen hat es eine ganz besondere Bewandtnis. Der norwegische Forscher Thor Heyerdahl ist überzeugt, dass dieses Schilf mit den ersten Siedlern von Südamerika her auf die Osterinsel kam. Am Titicacasee in den bolivianischen Anden wächst das gleiche Rohr. Die Indios flechten heute wie vor 2000 Jahren Schwimmkörper für ihre Boote aus Totora-Schilf. Die Brüder Juan und José Limachi sind darin so geschickt, dass Thor Heyerdahl sie 1970 mit nach Nordafrika nahm. Dort bauten sie ihm mit Papyrus von den Quellen des Nils das Schilfloos Ra II, mit dem der Norweger nach Westindien segelte, und bewies, dass es lange vor Kolumbus möglich war, Amerika zu entdecken. Konnten da Indianer aus der Zeit vor den Inkas nicht auch mit ihren Schilfbooten von Peru bis zur Osterinsel gelangt sein? Am Titicacasee entstand etwa um 300 nach Christus die Kultur von Tiwanaku. Die kunstvollen Quader ihrer Tempel und die aus einem Block gehauenen Steinfiguren haben verblüffende Ähnlichkeit mit denen der Osterinsel. Ist diese Kultur um die Mitte des ersten Jahrtausends in die Südsee gelangt? Wir reiten den Saumpfad zum Vulkan Rano Raraku hinauf, an dem Dutzende von fertigen und halbfertigen Moais stehen, von den Steinmetzen aus ihrer luftigen Werkstatt abgeseilt. Am Fuß des Berges bekamen die Figuren den letzten Schliff. Auffällig sind die langen Ohren und die augenlosen Stirnpartien der steinernen Kolosse. Die Augenhöhlen wurden erst vollendet, wenn die Figuren auf der Tempelplattform standen. Doch was bedeuten die langgezogenen Ohren? Entsprangen sie einer Laune der Steinmetze? Oder hatten die führenden Sippen jener Zeit selber lange Ohren? Diese beiden steinernen Brüder legte Thor Heyerdahl 1956 frei. Einer von ihnen trägt auf der Brust die Konturen einer Dreimastbark, wie sie weder in der Südsee noch in Südamerika bekannt war.
Der alte Felipe Theao führt uns am Fuß des Steinbruchs zu einem 20 Meter langen, im Felsen liegenden Moai. Wer hätte denn diesen Koloss, so frage ich, transportieren und aufstellen können? Das war für meine Vorfahren kein Problem. Es genügten zwei Männer, einer packte am Kopf, der andere am Fußende, und dann trugen sie den Moai mit magischer Kraft davon. Der Geist des Inselkönigs Hotumatua verlieh Männern so gewaltige Kräfte, dass sie die schwersten Moai schleppen konnten. Es war das Mana, der Zauber der Geister. Unser Helfer Itaya reicht Felipe einen Faustkeil, offenbar ein Werkzeug. Das ist ein Toki, ein Basaltmeißel, mit dem sie in wochenlanger Arbeit die Figuren aus dem Felsen schlugen. Das müssen Jahrhunderte von Steinmetzen gewesen sein. Es waren Tausende. Während der Blütezeit wurden Dutzende von Mois gleichzeitig hergestellt. In der Werkstatt der Steinmetze liegen noch heute Hunderte von halbfertigen und gerade begonnenen Figuren. 394 zählten die chilenischen Wissenschaftler. Offenbar hat eine kleine Adelskaste von Langohren das übrige Inselvolk jahrhundertelang zur Fronarbeit getrieben. Eine knappe Meile südlich des Vulkans Ranuraraku liegt die Bucht von Tongariki. Eine natürliche Senke verläuft hier von einer Seite der Insel zur anderen. Östlich davon erhebt sich der Riesenvulkan Poike. In dieser Senke liegt nach Meinung der Wissenschaftler eines der großen Geheimnisse der Osterinsel verborgen. Denn hier sollen sich die adligen Langohren aus Angst vor einem Aufstand der Kurzohren verschanzt haben. Die Langohren ließen hier nach der Überlieferung einen tiefen Wallgraben ausheben. Er führte kilometerweit von der Südküste bis zur Nordküste der Insel. Den Graben füllten sie mit Reisig und Feuerholz. Sollten die Kurzohren angreifen, um die Festung der Langohren zu stürmen, so brauchte man nur das Holz anzünden und sie würden lebendig darin verbrennen. Die Langohren, die an den Hängen des Vulkans Poik lebten, fühlten sich hinter dem Wallgraben sicher. Aber eine Frau, die sich in der Gegend auskannte, zeigte den Kurzohren eines Nachts die Stelle, wo man den Graben gefahrlos durchqueren konnte. So machten sie es. Im Schutz der Dunkelheit schlichen sie in die Festung ihrer Unterdrücker, umzingelten sie und massakrierten sie alle. Nur drei der Langohren konnten sich retten. Wir machen Rast am Fuß des Poike. Die beiden Wissenschaftlerinnen beginnen zu graben. In einem Meter Tiefe stoßen Patricia Vargas und Lilian González auf überraschende Funde. Das ist die Höhlung einer dicken Baumwurzel, die beweist, dass es vor Jahrhunderten auf der Osterinsel große Bäume und wohl auch Wälder gab. Und sie finden eine Feuerstelle und Fundamentsteine von Häusern. Die Kohlenreste an der Unterseite des Steins schabt Lilian González sorgfältig ab. Wir werden sie später an der Universität Heidelberg mit Hilfe der Radiokarbonmessung auch ihr Alter untersuchen lassen und erfahren, dass die Feuerreste aus dem 11. Jahrhundert stammen. Felipe hat schon 1956 mit Thor Heyerdahl hier gegraben. Widersprechen denn die Funde im Poike-Graben der alten Geschichte vom Krieg der Kurzohren gegen die Langohren? Im Gegenteil, sie beweisen den vollen Wahrheitsgehalt der Legenden. Nach der Überlieferung hat es im 17. Jahrhundert in diesem Graben ein großes Feuer gegeben. Als Thor Heyerdahl 1956 hier zum ersten Mal grub, fand er eine dicke Ascheschicht aus der Zeit um 1680. Wir reiten weiter zur Kuppe des Vulkans Poike.
Auch hier oben, 300 Meter über dem Meer, finden wir immer wieder umgestürzte Moais. Dieser hier ist aus hartem Basalt und viele Tonnen schwer. Niemand weiß, wie er hierher kam. Gegen Abend erreichen wir ein Eukalyptuswäldchen, das die Inselbewohner in den 60er Jahren angelegt haben. Hier wollen wir campieren. Das Unterholz bietet Schutz. Es bewahrt unsere leichten Zelte davor, vom Wind über die nahe Steilküste geweht zu werden. Unsere einheimischen Helfer machen ein Lagerfeuer und bringen sich mit Liedern in Stimmung. Zwei der Männer heben ein Erdloch aus und werfen glühende Steine hinein. Sie bereiten einen Curanto vor, ein auf uralte Weise zubereitetes Essen. Die heißen Steine werden mit Bananenblättern bedeckt, darauf legen sie Kumare, Süßkartoffeln und Fleisch und werfen eine weitere Schicht Bananenblätter und schließlich Erde darüber. In einer Stunde ist der Curanto gar und wird aus dem Erdofen geholt. Die enge Gemeinschaft am Lagerfeuer gibt uns Gelegenheit, mit Felipe über das geheimnisvolle Aku Aku, den Geisterglauben und das Böse auf seiner Insel zu sprechen. Es gab ja immer wieder Kriege und Blutvergießen. Ein Zeichen dafür, dass die bösen Geister sehr mächtig sind. Es gibt hier noch immer den Todeszauber. Wenn du einen Feind hast und ihn töten willst, dann rufst du die bösen Geister an, machst einen Curanto und beschwörst sie, den Todfeind heimzusuchen. Und der Todeszauber wirkt heute noch? Natürlich. Man kann mit Hilfe der Geister jeden Feind töten lassen? Hör gut zu. Da unten am Meer ist eine Stelle, an der man trefflich angeln kann. Als junger Mann bin ich oft hinuntergeklettert. Aber der Küstenabschnitt gehörte einer feindlichen Sippe. Sie wünschte mir den Tod an den Hals. Und als ich eines Abends heimkehrte, wurde ich plötzlich krank. Ich ließ meinen Vater rufen. Der zelebrierte einen starken Gegenzauber. Nur so wurde ich vor dem Tod gerettet. Am nächsten Morgen verlassen wir zeitig das Camp und reiten an der Steilküste des Vulkans entlang. Stunden vergehen, bevor der alte Felipe den Abstieg zur geheimnisvollen Höhle der Jungfrauen findet, in die wir an diesem Tag einsteigen wollen. Die Osterinsel ist reich an Vulkangrotten. Viele sind bis heute noch unentdeckt oder unerforscht. Als Mitte des 19. Jahrhunderts peruanische Sklavenjäger mit ihren Schiffen landeten, flüchteten die Inselbewohner in die unterirdischen Verstecke. Dort waren sie vor den Spürhunden sicher. Vorsichtig klettern wir hinunter. Jeder Fehltritt wäre tödlich. 200 Meter unter uns brandet das Meer an die Steilküste. Der Eingang zur Höhle ist so eng, dass man sich auf dem Bauch robbend hindurchzwängen muss. Felipe kriecht voraus, Beschwörungsformeln murmelnd. Und das hat seinen Grund. In den Höhlen hausen die Geister der Toten. Wehe dem, der ihren Fluch auf sich zieht. Sito folgt dem Alten. Dann kommen wir.
10 Jahre dran. Im Innern weitet sich der Raum. Und an den Wänden entdecken wir herrliche Petroglyphen, Felsbilder, die ebenso kunstvoll wie rätselhaft sind. Was mögen diese Zeichen bedeuten? Und wer hat sie einst in die Höhlenwand gekerbt? Könnten wir dieses Telegramm entziffern und seinen Zusammenhang verstehen, so kämen wir dem Geheimnis der Osterinsel einen großen Schritt näher. Ein Mensch, eine Pflanze und ein Rongo-Rongo-Zeichen aus der Osterinselschrift. Das Symbol eines Baumes und gleich daneben eine Axt, wie man sie beim Holzfällen benutzte. Ein Beweis dafür, dass es einst Bäume und Wälder auf der Insel gab? Wir haben in mehreren Höhlen Pollen des Toromiro-Baums gefunden, der längst ausgestorben ist. Da drüben haben wir noch einen Menschen und neben ihm das Symbol des gleichen Baumes, der nun aber umgestürzt ist. Und was könnte das bedeuten? Vielleicht ist das ein Hinweis darauf, dass die Menschen selbst zum Zusammenbruch ihrer Kultur beitrugen, weil sie die Bäume für Feuerholz schlugen. Wir dringen tiefer in das Labyrinth ein. Der alte Felipe, der als einziger den Weg kennt, verrät uns, was es der Sage nach mit der Jungfernhöhle auf sich hat. Vor der Revolution im 17. Jahrhundert und dem Massaker an den Langohren habe die Höhle zur Initiation, das heißt der Vorbereitung junger Mädchen auf die Geschlechtsreife gedient. Dutzende von Nerus, so nannte man die Jungfrauen, seien hier untergebracht worden. Nicht auszuschließen, dass einige von ihnen Hungers starben. In einer Nische entdecken wir Menschenknochen. Und aus der Höhlenwand starren uns finstere Fratzen an. Dem gleichen magischen Blick werden wir später wieder begegnen. Und wir werden sein Geheimnis erfahren. Im kleinen Museum des Inseldorfes Hangaroa versucht der alte Leonardo Paccarati, die rätselhaften Schriftzeichen zu entziffern, die wir in der Höhle der Jungfrauen fanden. Leonardo ist mit seinen 75 Jahren der letzte Einwohner, der etwas von der Rongo-Rongo-Schrift der Osterinsel versteht. Vor seinem Tod will er noch alle 600 Zeichen ins Spanische übertragen. Es scheint ein Wunder, dass die kleine Insel schon um 1400 nach Christus eine eigene Schrift besaß. Kam sie mit der Siedlerwelle aus Polynesien oder stammt sie aus dem Peru der Vor-Inka-Zeit? Die Rongo-Rongo-Schrift ist seit über 100 Jahren nicht mehr im Gebrauch und vergessen. Ist der alte Leonardo also ein Schwindler? Wie kommt er zu seinem Wissen? Mein Großvater hat mich in das Geheimnis der Rongo-Rongo-Zeichen eingeweiht. Als die Sklavenjäger 1860 alle Männer von der Insel verschleppten und zur Fronarbeit in die peruanischen Guano-Felder schafften, versteckte er sich in einer Höhle. Er war einer von 100 Inselbewohnern, die überlebten. Von den Verschleppten kehrten später nur wenige zurück. Mein Großvater war der Letzte, der die Rongo-Rongo-Schrift verstand. Und er hinterließ mir sein Wissen, bevor er starb. Alles, was er mir sagte, hat sich mir fest ins Gedächtnis eingeprägt. Das Naturwissenschaftliche Museum von Santiago de Chile besitzt zwei alte Schrifttafeln und einen Rongo-Rongo-Stab. Von einem dieser Täfelchen lassen wir einen originalgetreuen Abdruck machen, um ihn einem Experten vorzulegen. Ob uns die Entzifferung der Zeichen dem Geheimnis der Osterinsel näher bringt? Zwei Dutzend Rongo-Rongo-Tafeln sind über die Museen der ganzen Welt verstreut. Wir wollen die Kopie mit nach Deutschland nehmen und sie dem Tübinger Osterinselforscher Thomas Bartel vorlegen. Professor Bartel arbeitet seit 40 Jahren an der Entzifferung der Rongo-Rongo-Schrift. Jetzt scheint ihm der Durchbruch gelungen. Also in den 50er Jahren bestand die Aufgabe zunächst darin, die Texte, die auf viele Museen über die Erde verteilt waren, zu sammeln und zu analysieren. Es war möglich festzustellen, wie viel Zeichenkomponenten benutzt wurden, was es an Parallelstellen gab, also wie die formalen Zusammenhänge waren. Der Lösungsschritt selbst gelangt dadurch,
dass Gesänge aus den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts, Gesänge von einem Osterinsulaner, korreliert in Zusammenhang gebracht werden konnten mit einigen kleinen Abschnitten auf den Tafeln. Und dieser Verknüpfung folgend wurde es möglich, in der Arbeit der 50er und 60er Jahre kürzere Passagen mehr oder minder sinngemäß verstehen zu lernen. Und zwar nicht auf einem der enthaltenen Täfelchen, sondern auf einem einmaligen Objekt. Das, was ich hier habe, ist die Wiedergabe eines Stabes aus Toromiro-Holz, aus dem harten Holz, in dem Zeichen eingekerbt sind. Ein Stab, der genau dem entspricht, was der Ausdruck Kohau Rongo Rongo, beschrifteter Stab, besagt. Die Täfelchen, die wir hier haben, sind also viel spätere Formen der Schriftwiedergabe. Das ist die ursprüngliche Beschaffenheit. Wir können uns heute ein Bild davon machen, dass dieser Santiago-Stab das Wissen von Jenseits, also eschatologisches Wissen, für die Schicksale der Verstorbenen enthielt. Alles, was an Gefahren im Jenseits passieren konnte, das war hier durch Gesänge und besondere Zaubersprüche aufgefangen. Und auf diese Art und Weise lässt sich rekonstruieren, wie die Jenseitsvorstellungen der Leute von Rapa Nui beschaffen waren. Es war das Geheimwissen des Königs, das hier auf seinem Zauberstab angebracht war. Das Geheimwissen des Königs, sein Zauberstab. Die kleine Insel wird immer mysteriöser. Wir verlassen den Vulkan und reiten hinunter zur Nordküste. Stimmt Professor Bartels Theorie, dann hätten die Langohren das Inselvolk jahrhundertelang mit Zauber und Magie beherrscht, nicht mit Waffen und Soldaten. Am Nachmittag erreichen wir die Anakena-Bucht. Hier soll einst König Hotumatua mit seinem Gefolge gelandet sein. In Anakena musste einer der Schlüssel zum Verständnis für die Inselgeschichte liegen. Die Antwort auf die Frage, wer waren die frühen Eroberer und woher kamen sie? Als wir durch die Dünen galoppieren, liegt plötzlich ein wahres Weltwunder vor uns. Eine Tempelplattform mit wundervoll behauenen Moais, die alle rote Tuffsteinhüte tragen. Die Statuen waren, wie uns der alte Felipe erzählt, in den 70er Jahren noch umgestürzt und von meterhohem Sand bedeckt. Der Inselgouverneur ließ damals einen Kranwagen vom Festland holen, um sie wieder auf ihre Plattform zu hieven. Die Moais blicken landeinwärts zu den Siedlungen hin. Sie verkörpern die Arikis, die adligen Sippenväter, die nach ihrem Tod gleichsam vergöttert wurden. Auffallend die strengen Gesichter, die finsteren Augenhöhlen. Sollte ihr Blick dem Inselvolk etwa Angst einflößen? Und welche Bedeutung haben die roten Tuffhüte? Kurzum, was war das Geheimnis dieser Moais? Bei seinem letzten Besuch auf der Osterinsel 1988 ließ Thor Heyerdahl im Fundament des Tempels von Anakena graben. Was er fand, erstaunte die Fachwelt. In den untersten Schichten liegen Blöcke, die genauso behauen sind wie die Steine der Tempel von Tiwanaku in Bolivien. Thor Heyerdahl schloss daraus, dass es drei Einwanderungswellen gegeben haben muss. Eine frühe südamerikanische, die der Steinmetze, eine mittlere Welle aus Polynesien und schließlich eine dritte, die im 13. Jahrhundert wieder von Peru herkam. 1200 AD, which was extremely important in all of South America. It was a year of tremendous... Um 1280 gab es im Andenraum eine schreckliche Dürre. In ihrem Gefolge brachen blutige Bürgerkriege aus. Die Kultur von Tiwanaku wurde von den Inkas zerstört. Es war eines der Niño-Jahre.
Alle 10 Jahre zu Weihnachten macht der eisige Humboldt-Strom dem warmen Niño Platz. Die Folgen sind stets verheerend. In weiten Teilen Perus verdorrt alles und an der Küste kommt es zu Flutkatastrophen. Der Humboldt-Strom ändert seine Richtung und fließt nach Westen. Mit ihm mögen die vorinkaischen Einwanderer auf die Osterinsel gelangt sein. Hatte der Pazifik verirrte Seefahrer in Wellen von 500 Jahren an diese Küste verschlagen? Oder wussten die frühen Peruaner und Polynesier von der Existenz dieser Insel, dieser Festung der Sturmgötter? Auf dem Ritt entlang der Nordküste durchqueren wir das meerzugewandte Halbrund eines riesigen Vulkans. An seinen Hängen wachsen noch heute wilde Bohnen und Kumare, Süßkartoffeln, Pomeranzen und andere aus Südamerika stammende Pflanzen. Kurz darauf passieren wir eine geheimnisvolle steinerne Rampe, die himmelwärts weist. Ein Schweizer namens Erich von Däniken, erzählt der alte Felipe, behauptet allen Ernstes, dass hier Außerirdische gelandet seien. Dies war dann wohl, so fügt er schelmisch hinzu, die Startrampe ihrer Raumschiffe. An einem Oval machen wir Halt. Was mag darunter verborgen sein? Zito löst mit dem Pickel behutsam die Steine aus dem Boden. Felipe schaut mit sorgenvoller Miene zu. Ob das die Geister des Ortes mögen? Ein Archäologe war Jahre zuvor bei einer Grabung an einem seltsamen Fieber erkrankt. Auch Zito und die Taya sind unruhig. Das Aku Aku, die Zauberkraft der Geister, beherrscht diesen Ort. Die Spannung wächst, als wir auf eine große Steinplatte stoßen. Liegt unter ihr ein Schatz vergraben? Werden wir hier Rongo-Rongo-Schrifttäfelchen finden? Als Sito die Steinplatte heraushebt, kommt zunächst nur eine weitere Erdschicht zum Vorschein. Lilian González meint, dass es sich um ein Grab handle. Und tatsächlich, ihre Kollegin Patricia Vargas legt wenig später ein Skelett frei mit einem riesigen Schädel. Wer war der Tote und warum hat man ihn auf diese ungewöhnliche Weise bestattet? Dieser Tote stammt offenbar aus einer Epoche, als die Zeit der Moais schon vorüber war. Denn sein Schädel steckt in der Höhlung eines großen Tuffsteins, der einem Moai als Hut gedient hatte. Das Skelett ist gleichsam die Statue. Aus welchem Jahrhundert könnte es sein? Der Tote wurde wohl um 1700 begraben, vor der Ankunft der ersten Missionare. Offenbar hat ein Teil des Brauchtums die Revolution überlebt. Ja, denn zur Blütezeit der Inselkultur stellte man ja die Moais zur Verkörperung der Ahnen auf und setzte die Toten unter der Plattform bei. Dieser Mann war offenbar sehr bedeutend. Deshalb gab man ihm den Tuffhut eines Moais mit ins Grab und steckte ihn mit dem Kopf voraus in die Öffnung des Vulkansteins. War der Tote zu Lebzeiten etwa einer jener Vogelmenschen, die in der Spätzeit der Inselkultur, in der Ära des Vogelkults, Bedeutung erlangten? Es bleibt uns nicht viel Zeit für Mutmaßungen. Denn ein kurzer Abstecher ins Inselinnere führt uns zu einer weiteren Tempelplattform, zu den 7 Moais von Akivi. Sie stammen aus der mittleren Schaffensperiode der Insel, etwa aus dem 13. Jahrhundert. Warum blicken diese Moais im Gegensatz zu allen anderen zum Meer hin? Wie hat man die 7 Meter hohen Kolosse bewegt? Sind sie dank übernatürlicher Kräfte von allein hierher spaziert? Auf einer naheliegenden Vulkankuppe bereiten sich an diesem Tag die Männer der Insel auf einen seltsamen Brauch vor. Das Traditionsfest Tapati ist im Gange und sie bemalen sich die Körper nach alter Sitte, wie ihre Vorväter beim Vogelmenschenritual.
Diese Tradition ist polynesisch und hat nichts mit dem südamerikanischen Erbe zu tun. Die Ornamente und Symbole waren in alter Zeit Ausdruck der sozialen Stellung einer Person. Die Männer binden Bananenstämme zusammen, Schlitten, auf denen sie gleich darauf den Hang hinunterstürzen. Haka Pei, so nennen sie diesen Wettkampf, bei dem der Schnellste den Sieg davonträgt. Es bleibt nicht aus, dass sich der eine oder andere am tückischen Vulkangestein den blanken Hintern aufschlägt. Doch auch das gehört zum Brauchtum. Am späten Nachmittag erreichen wir das Ziel unserer Expedition, den Vulkan Ranaukau am Westende der Osterinsel. Hier liegt hoch über Meer und Brandung das Heiligtum Orongo, Zentrum des Vogelmenschenkults. Nach dem Sturz der Moais und der Revolution hatten die Bewohner der Insel im 18. Jahrhundert diesen alten Kult zur neuen Religion gemacht. In den 40 halb verfallenen Steinhäusern, deren Öffnungen zum Meer hinweisen, lebten die Priester. Aus den Berichten der frühen Reisenden und der ersten Missionare weiß man, dass dieser Kultplatz bis 1867 bewohnt war. Im Juli jeden Jahres, nach der Wintersonnenwende, fanden hier oben Feiern zu Ehren des Inselgottes Makemake statt. Es wurde getanzt und gesungen und die Barden der Insel wetteiferten mit Liedern, deren Texte auf Rongo-Rongo-Tafeln stammten. Der Pfad führt uns geradewegs zum Rand des Vulkankraters. Auf seiner Westseite liegt, der untergehenden Sonne zugewandt, ein Halbrund aus Steinblöcken, die über und über mit Felsbildern bedeckt sind. Felipe weist uns auf die markanten Vogelbilder, die Schnäbel und Krallen im Basaltgestein hin. Vom Sitz der Vogelmenschen kletterten einmal im Jahr die kühnsten Männer die Klippen hinunter und schwammen zu den kleinen Felseninseln hinaus, auf denen im August die Vögel brüten. Wer das erste Ei der Seeschwalbe fand und herauftrug, wurde zum neuen Vogelmenschen gekürt und galt als gottähnliches Wesen. Lilian Gonzalez zieht ehrfürchtig die Schuhe aus, bevor sie in das Halbrund klettert. Warum hatte das Inselvolk die alten Götter gestürzt und die Moais und ihre Tempelplattformen zerstört? Hatten die Menschen eines Tages die Fronarbeit in den Steinbrüchen satt und riefen deshalb zum Aufstand, zur Revolution? Und war der neue Kult der Vogelmenschen aus der Sehnsucht geboren, diese einsame Sklaveninsel gleichsam auf Vogelschwingen zu verlassen? Das Inselfest Tapati nähert sich seinem Höhepunkt. Die Boote fahren in den Hafen von Hangaroa ein. Die Ruderer und Mannschaften feuern sich gegenseitig mit Schlachtgesängen an, während sie mit ihren Nussschalen über die meterhohe Brandung setzen. Der alte Widerstreit zwischen den Sippen lebt an diesem Tage neu auf. Den Sieg erringt am Ende jene Mannschaft, die das traditionsreiche Brauchtum am besten verkörpert. Die schönsten Lieder und Gesänge, die vollkommenste Tätowierung der Körper und nicht zuletzt die anmutigste Darstellung von Wakai, der legendären Gemahlin des ersten Königs Otumatua. Oh!
Die neue Inselkönigin wird von ihrem Gefolge im Triumphzug durch Hangaroa getragen. Das ganze Inselvolk ist an diesem Tag auf den Beinen. Doch es ist fraglich, ob das Fest wirklich alter Sitte entspricht. Denn als die peruanischen Sklavenjäger vor 130 Jahren die Männer verschleppten, raubten sie der Osterinsel auch ihre Tradition. Unter den 1000 Versklavten waren die 7 Ältesten, die Priester und Lehrer, all jene, die das überlieferte Kulturgut pflegten, die Lieder, die Schrift und die Legenden. Sie nahmen ihr Wissen mit in den Tod. Es wird noch Jahre fleißiger Forschungsarbeit kosten, das Geheimnis dieser einzigartigen Kultur zu lösen. Das Rätsel um den Aufstieg und den Verfall der einsamsten Zivilisation unseres Planeten. Eine unserer Fragen findet an diesem Abend eine überraschende Antwort. Als das Fest verklungen ist, stellt der Inselälteste Juan Haua mit bedeutungsvoller Miene eine Leiter an die Statue des Moai Kotteriku. Er will uns zeigen, mit welch geheimnisvollem Zauber die adligen Langohren das Inselvolk jahrhundertelang unterdrückten. Es sind die Augen, die dem Moai Mana geben, Magie. Wir erinnern uns an George Orwells Roman 1984. Sein Blick gibt dem Diktator, dem großen Bruder, absolute Macht über die Menschen. Ein kalter Schauer erfasst uns. Und wir ahnen, dass unser nüchterner Verstand das Geheimnis der Osterinsel nie ganz begreifen wird.